Yay, jetzt habe ich 10 Minuten lang ein Video aufgenommen, hatte vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Juhu! Also, dieses neue Update hier zum DAX 30. DAX 30, Analyse, Meinung, Objektivität ist gefragt, ja. Eine blaue Kerze könnte das diese Woche werden. Eine blaue Wochenkerze. Stellt euch mal vor, ja, das wäre die erste blaue Wochenkerze seit 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. Ja, ich habe es in meinem vorletzten Video schon gesagt. Hier könnte sich der DAX hoffentlich einpendeln, ja. Aber wir wissen ja nie in dem Umfeld. Ne? Eine kleine Hiobsbotschaft, die der Markt noch nicht eingepreist hatte. Zucki-wucki und dann sind wir wieder woanders. Aber ich habe ja letzten Freitag meine Short-Position zu Dreiviertel rausgenommen und ich muss sagen, Gott sei Dank, ja. Denn die lässt heute, also das Viertel, was ich dann noch habe von der Short, die lässt heute natürlich ganz schön federn um 5% fast. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine Siemens mit 8,99%, schwankt natürlich auch sehr stark zwischen 7 und 9% im Plus. Wir haben eine Royal Dutch Shell im Plus, 8, 9%, die war gestern und vorgestern und dem Tag davor auch schon im Plus. Ich habe am Freitag eine kleine Position dort gekauft. Es scheint, dass sich die Royal Dutch Shell erholt. Ja, wir können mal ganz kurz nur rüberschwenken zum Ölpreis. Der Ölpreis nicht unbedingt sensationell, das heißt heute Royal Dutch Shell ein fettes Pluspunkt, ja. Es gibt andere Ölaktien, die sich nicht so gut erholen, muss man auch gleich dazu sagen, ja, das sagt auch was aus. Also pro Royal Dutch Shell. Jo, ich muss sagen, das meiste Plus in meinem Konto momentan, warum ich insgesamt mit einem blauen Auge irgendwie scheine davon zu kommen, ist definitiv meine Positionen, dass ich letztendlich ja den VIX Future halt sozusagen getrackt hatte über 2 Wochen. Da konnte ich mir ungefähr 1800 rausholen und dann meine Short-Position scheinbar im richtigen Moment letzte Woche, also da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit dieser Aussage, reduziert habe. Zumal er auch nicht ganz sicher war, ob die Börse überhaupt geschlossen wird. Ja, also mal ganz kurz dazu. Kein Experte und Analyst, der noch alle drei Sinne beieinander hat, würde gut heißen, wenn die Börsen geschlossen werden über mehrere Tage oder Wochen hinweg. Ja, also dann läuft das Ganze halt sozusagen über andere Börsen, weil irgendeine Börse hat dann immer offen, aber dann viel, viel weniger transparent. Ja, und das will niemand. Ja. Auf jeden Fall, soweit so gut. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Ja, hier was für Leute mit viel Nerven. Warte, ich hole mal kurz den Chart her. Microsoft ist ja sowas von unter die Räder gekommen, ja. Ja, ist ganz klar, weil natürlich, tja, die komplette Industrie und alles natürlich ist Stillstand, ja, also riesige Werke schließen einfach und das sind alles Firmen, die gerade mitten in der Integration waren ins neue Windows 10 oder ins Azure und so weiter, ja, all die, also das ist alles jetzt natürlich on hold. Und das in einem ganz großen Stil, ja. Also hier geht es nicht so sehr um die End-User, so wie du und ich, die halt zu Hause Word und Excel benutzen, das wird auch weiterhin benutzt. Aber hier geht es um die ganz großen Deals im B2B-Bereich, da wo die große Kohle auch teilweise gemacht wird. Und naja. Und es gibt auch einige technische Probleme mit dem Homeoffice, ja. Also einige Firmen haben jetzt auch Probleme mit dem Active Directory, dass die dann keine Zugriffe haben, dann müssen die erst, also das muss das Ganze auch von IT-Security-Aspekten muss das ja auch Ganze dann abgehakt sein und so weiter, ja, das ist gar nicht so einfach. Aber gestern habe ich einfach hier mal, ja, da hatte ich so richtig die Hosen voll, ich hatte hier vor 2 Wochen hatte ich hier Kauflimits reingesetzt bei diesem Optionsschein mit kleiner Münze, ja,
nur ganz, ganz kleine Beträge. Der Grund, warum ich das gemacht habe, und die ist gestern ausgelöst worden, also ich hätte das nicht für möglich gehalten, auf 60 Cent, ja, ist das Ding runter. Das war zum Zeitpunkt, da waren wir hier noch bei 1,50, sowas. Habe ich diese Kauforder gesetzt gehabt, ja. Und ich bin dann in drei Tranchen rein, insgesamt mit 2.000 € und heute schon, ja, wieder leicht im Plus, aber es wird sich zeigen. Ich bin hier natürlich guter Dinge. Der Grund, warum ich das mache, ist natürlich hochspekulativ und auf gar keinen Fall machen. Also es ist einfach nur, um mich auszutesten, mich selber auszutesten. Wie sieht meine Psyche momentan aus? Auf der anderen Seite ist es auch so, gerade hier ist es so, dass man mit ganz wenig Cash schon was sozusagen, ja, was bewirken kann. Ja, das sind also relativ kurzfristige Trades und ich möchte den Großteil meines Caches einfach das Pulver trocken halten. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Und mit Optionsscheinen, so spekulativ die auch sein mögen, ist natürlich der große Vorteil, dass ich schon mit 1000 Euro, ja, innerhalb von 3 Tagen auch gut mal 500 Euro Gewinn machen kann. Das kann ich mit einer Aktie we eher weniger. Ja. Eine Aktie schwankt zwar auch sehr stark momentan, aber da muss ich dann schon mit wesentlich mehr reingehen, also mit 10.000 Euro Minimum. Und insgesamt möchte ich natürlich meinen Cash trocken halten und von daher im Verhältnis muss ich mir sehr viel weniger Cash einsetzen, um entsprechend den Effekt dann auch zu genießen, wenn er denn sozusagen in die richtige Richtung läuft. Der große Nachteil hier bei diesen Optionsscheinen ist, dass ich hier keine Rollover-Fees habe über CFDs. Also ich zahle hier keine Gebühren über Nacht. Ja, bei CFDs muss ich jede Nacht irgendwelche Zinsen zahlen, also nennt sich Rollover-Fees. Hier zahle ich einmal 2 € Gebühr und dann kann ich das Ding halten. Ein paar Tage, wenn ich das will, ein paar Wochen, wenn ich das will. Der Optionsschein gibt bis 2021. Also ich könnte das auch theoretisch 6 Monate halten, wenn ich will. Wenn ich davon überzeugt bin, was die Microsoft-Aktie, dieser Optionsschein orientiert sich an der Microsoft-Aktie. Wenn ich davon überzeugt bin, dass die 50% oder nur 10 oder nur 20% höher steht innerhalb der nächsten 6 Monate, dann hat es hier einen kleinen Hebel, nur ganz klein, also den kleinsten Hebel, der möglich ist, das ist so bei Faktor 4, dann habe ich hier eben Faktor 4 den Profit davon. Ja, also wenn ich bei der Aktie, sagen wir mal, 1.000 € investiere und das Ding steht 20% höher, dann habe ich 200 € gewonnen. Hier hätte ich dann 800 oder 1.000 € gewonnen, ja, bei Faktor 4 oder 5. Und von daher, klar, das Risiko ist auch höher, aber wie gesagt, ich brauche viel weniger Cash und ich möchte meinen Cash eben insgesamt trocken halten, damit ist das Thema hier auch mal, möchte das Thema Optionsschein abhaken, weil ich genau weiß, dass hier ganz viele Leute jetzt auf den Daumen runter klicken, Daumen runter, Daumen runter, ja, böse, böse Optionsschein. Also ich habe hier schon einige gute Trades gemacht in letzter Zeit, ist super riskant, aber auf der anderen Seite brauchst du weniger Cash, ja? Du committest dich mit viel, viel weniger Cash, also sagen wir mal nur ein Zehntel. Und naja, und das ist eben der große Vorteil. Beim Ölpreis sehen wir hier nochmal genau, dass sich der nur ganz, ganz sachte erholt. Ja, also sozusagen bei 20 Dollar da ungefähr halt abgeprallt ist, sowas. Und das sich auch noch länger hinziehen wird. Aber proportional, überproportional gut sich die Royal Dutch Shell eben momentan entwickelt und von daher möchte ich auch nicht viel weiter da sagen. Insgesamt bin ich recht zufrieden, dass ich eben rechtzeitig aus dem Short raus bin. Ich will mal sagen, dass sich jetzt eben so ein kleiner Bounce hier oder zumindest mal eine Seitwärts Geschichte sich hier durchaus in dieser Woche abzeichnen könnte. Wir wollen es alle hoffen. Ja, wir brauchen unbedingt eine blaue Kerze hier, weil ganz ehrlich, alle anderen schauen da auch drauf. Ja, und wenn die eine blaue Kerze sehen diese Woche, sind die auch glücklich. Und ja, insgesamt bin ich mit maximal 10 bis 15% investiert. Ja, also ich traue natürlich, das sagt natürlich auch aus, dass ich diesen ganzen Braten noch nicht richtig traue.
unter Umständen dann nochmal eine Welle kommt oder wo auch immer das Ding hingeht. Ich schätze mal die Chancen, ja, dass wir nochmal tiefere, dass das Ding nochmal tiefer rutscht in Zone 7 bis 7,5 oder 5 bis 5,5. Oder dass das Ding sich jetzt konsolidiert und da einfach mal vielleicht auch länger wie eine Woche zwischen 8 und 9 so rumpendelt oder vielleicht sogar auf 10 rauf geht, ist 50-50, ja. Also das eine kann wie das andere passieren, ja. Und von daher insgesamt halte ich mich noch sehr zurück, ja, weil ich überhaupt nicht wissen kann, vom Chance-Risiko-Verhältnis, welches Szenario ist das Wahrscheinlichere. Weil ich auch nicht davon ausgehen kann, dass schlechte Nachrichten, die du, sagen wir mal, in der Tagesschau siehst, sich jetzt unbedingt 1:1 negativ auf den DAX auswirken. Das ist auch nicht immer der Fall. Ja, weil der eben die Dinge anders und zeitlich versetzt einpreist, als wie du sie vielleicht in den Nachrichten wahrnimmst oder in irgendwelchen Alternativmedien. Ja, das wollte ich abschließend nochmal wirklich betonen. Ich denke, dass das viele sich sozusagen zeitlich gesehen falsch, wirklich falsch beeinflussen lassen hier. Ja, okay. Soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.